Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Castle Clash und eigentlich ein spezielles Willkommen zu Let's Touch. Er hat jetzt ein Video hochgeladen, wo er wieder versucht hat, Welle A zu schaffen auf seinem Hauptaccount, und ich möchte versuchen, in diesem Video so ein bisschen, ja, ein bisschen zu helfen, ein bisschen was könnte man machen. Ja, ich habe mir jetzt Screenshot von seinem Altar gemacht. Ich habe mir das Video jetzt auch bei der Welt zu Ende angeschaut. Das heißt, ich weiß auch, was jetzt noch für zwei Helden sind, die Doppel-Evo sind. Das sind einmal Sasquatch und Valla. Sind auf jeden Fall sehr nützlich. Also ich habe jetzt hier dein Altar. Und ich würde mitnehmen Gargoyle, Aries, PD, Rose, Sasquatch und Valla. Warum habe ich jetzt... Ja. Das ist ja Valla und Sasquatch doppelt evolviert, das ist sehr gut. Ich würd auf jeden Fall noch den Kürbisherzog doppelt evolvieren, da der Kürbis eh schon wenige Lebenspunkte hat. Bei Rose ist es nicht so schlimm. Die hat ja bei ihrem Brock, gibt sie sich selber einen Schild, der den Schaden ein bisschen reduziert. Das dürfte ein wenig helfen. Und ja, und das Wichtigste ist auf jeden Fall auf dem PD ein hohes Wiederbeleben, auf Valla ein hohes Wiederbeleben, auf Sasquatch ein Wiederbeleben, auch ein Wiederbeleben. Also eigentlich auf allen Helden Wiederbeleben, damit die Helden, falls sie doch mal drauf gehen sollten, dann wiederbeleben. Und ja. Und ich gehe jetzt, ja, ich gehe jetzt das Bild raussuchen, wo ich eine Base habe. Ich nehme an, du bist Rathaus 25. Also es sah jedenfalls so aus. Wenn nicht, dann die Base, die ich habe, die da kann man, da gibt es zwei Mauer rein, die kann man, glaube ich, da auch weglassen. Weil es die maximale Mauerstärke, die man braucht, sind, glaube ich, 4, dass die Helden sich nicht durchhauen. Und das ist bei der Base dann der Fall. Also, bis gleich. Also, hier sind wir bei der Base. Ups. Siehst, hier oben sind so ein paar Mauer rein, die kann man weglassen. Man kann auch notfalls sich hier ein, zwei Mauern klauen. Es geht eigentlich bloß darum, diese Form zu haben, dass die Helden, wenn sie ankommen, außen rumlaufen oder fliegen die Helden rüber zu diesen Tankgebäuden, die wir haben. Die Tankgebäude sind ja, sind halt dann dafür, dass dann, die Tankgebäude sind dann dafür, dass noch welche Gebäude da sind, die Helden nicht zerstören sollen. Vor allen Dingen, ich würde Schützentürme nehmen oder drei Schützentürme, drei Magietürme. Magietürme sind für einen Stun sehr gut. Da würde ich dann die hohe blaue Garni reintun. Also die höhere blaue Garni dann da rein. Und ich glaube, grüne Garni war bei den Schützenturm für Lebenspunkte. Ja. Die Schützentürme sind dann vor allen Dingen dazu da, um andere Helden wegzudenken. Weil ich habe im Video auch gesehen, ein Orksbane hat angefangen, deine Mauern zu zerreißen. Und ja. Und jetzt gehen wir kurz auf mein zweiter Konto, da gehen wir auch kurz auf meinen Account, da zeige ich dann die Pets und die Effekte, was die machen, weswegen die wichtig sind. Also sind es auf meinem Main-Account und ich möchte gleich eins dazu sagen. Du hast in deinem Video hast du die Hüterin mitgenommen, und ich möchte jetzt zeigen, warum die Hüterin bis AH eigentlich ein richtig schlechtes Wellen oder meiner Meinung nach nicht allzu gut. Jetzt lassen wir sie mal hier brocken und jetzt gucken wir, was mit der Taube passiert. Da die Taube, wenn ich nicht wegfliegen würde, die Taube ist ja keine Tarnung und die Helden fangen an zu agieren. Das ist, was in deinem Video, habe ich glaube ich auch in die Kommentare geschrieben, die PDs dazu veranlasst zu brocken, weil sie erst zu den Tauben rennen und dann brocken die PDs und die ganzen Helden drehen komplett durch und rennen zu deiner Base. Und das ist, was wahrscheinlich mindestens mal drei Fails hervorgerufen hat. Also, die Helden habe ich ja gerade schon genannt. Die Skills sollten eigentlich hoch sein, von Sasquatch auch. Den Pets, die ich mitnehmen würde, sind auf jeden Fall Schnullerrot. Weil man sieht hier, wenn Schnullerrots Pet angreift. Okay, oh, Moment. Sorry für die Pause, ich bin ein bisschen aufgeregt gerade, ich weiß nicht warum. Also, Schnullerrot würde ich auf jeden Fall mitnehmen, den würde ich auf Sasquatch zum Beispiel packen. Sasquatch oder Gargoyle, weil er ein Pet ist, der für einen Tank geeignet ist. Weil wenn der Held angreift, würde ich jetzt trotzdem auf den Tank packen, sodass das Pet bis zum Ende mindestens überlebt. Wenn Schnullerrot Held angreift, fügt Schnullerrot drei zufälligen Helden im Zielgebiet 480% Angriff zu. Das ist egal. Aber jetzt kommt es, was wichtig ist, und reduziert deren Energiegewinnungsrate durch normale Angriffe und eingesteckten Schaden.
30,5 Sekunden lang um 71%. Und das ist ziemlich wichtig, weil wenn Helden gestreut werden, von zum Beispiel deinem Rose oder dem anderen Pet, das ich nachher noch zeigen werde, den Draco, dann kriegen sie nicht schnell Energie dazu, um schnell wieder zu brocken. Und das ist unglaublich wichtig, dass zum Beispiel jetzt nicht zum Beispiel der Orks, wenn er herkommt, dann einfach deine Wände einreißt, also die Mauern. Dann noch wichtig ist, Mini-Angie reduziert den erhaltenen Schaden des verbündeten Helden mit den geringsten Lebenspunkten 3 Sekunden lang um 70%. Das ist sehr wichtig und stellt Lebenspunkte wieder her. Also ist das eine Heilpad. Dann habe ich die Seite. Das kann man auch noch mitnehmen, Rudolf. Ein Rudolf ist halt angegriffen, entfernt Rudolf alle negativen Buffs zu einer verbündeten Helden. Falls überhaupt Buffs entstehen, ich weiß gar nicht, was für Helden da drin sind. Tut mir leid, dass ich das nicht so genau weiß. Und heilt diese um 315% Pet Angriff. Ablenkzeit 4,8 Sekunden. Also auch nochmal ein Heilpad, sehr wichtig. Dann das andere Streupad, das auch finde ich dann bei Welle AA5 wichtig ist, weil ich glaube, AA bis AE sind am Ende immer Dämonen, die einen Damage Reflect Shield haben, also den Schaden zurückwerfen. Und deswegen sollte man da echt verhindern, dass die brocken. Also Draco macht, wenn er angreift, hat Draco eine 40%ige Chance, wenn der Held angreift von ihm, einem zufälligen nahen Helden sowie allen darum befindlichen Zielen 520% Pet-Angriff zuzufügen. Was auch sehr gut sein kann, so ein bisschen Schaden. Schaden ist immer gut und reduziert deren Energie um 40. Also auch sehr wichtig mit einer 3 Sekunden Abklingzeit, das heißt alle 3 Sekunden hat er eine 40% Chance, dass er einen Helden streut. Das ist sehr wichtig. Das kann man auch mitnehmen. Ich schätze ich mal, aber ich würde es jetzt nicht so mitnehmen. Was noch wichtig ist, ist Bubble Blow. Stellt alle 4 Sekunden die Lebenspunkte der drei angeschlagsten Helden um 640% Angriff wieder her. Und erhöht deren Bewegungsgeschwindigkeit 2 Sekunden lang um 60%. Da ist auch nur die Heilung wichtig. Dann, das würde ich auf jeden Fall, das würde ich dann auf Sasquatch oder so, auf irgendeinen Helden, der da viel aushält, das sollte ja bis am Ende überleben, der Held mit dem Pet. Wenn Avias halt angreift, hat Avia eine 65% Chance, einem zufälligen Helden im Umkreis 250% Pet-Angriff zuzufügen und diesen für eine Sekunde zu verstummen. Da leveln wir den mal hoch, damit man auch sieht, wie gut es ist. Jetzt auf 8 sind es 3 Sekunden Verstummung mit nur 4,2 Sekunden Ablenkzeit. Also, da würde ich dir empfehlen, level die Pets auf Skill Level 4 mindestens, weil für 3 Sekunden verstummen, das heißt, dein Held kann ich auslösen. Und das ist sehr, sehr gut. Das Pet könnte man auch mitnehmen, aber das ist auch nicht so wichtig. Das wäre auch bloß dann gut, wenn die PDs auslösen. Und das Pet ist auch nicht wichtig. Wobei man kann es auch mitnehmen, wenn man will, weil 1,4 Sekunden Koma ist auch nicht schlecht. Ja. Dann zu den Helden. Ich habe ja gesagt, das ist keine Skin, aber das ist eine Quicken drauf. Dann würde ich auf jeden Fall als Rune hier ein Wiederbeleben drauf machen. Wiederbeleben. Wiederbelebt. Dann habe ich noch gesagt Gargoyle. Gargoyle. Da würde ich auch einfach ein Wiederbeleben. Dass der Held es halt überlebt. Dann würde ich. Bei der Rose, auch ein defensives Talent ist gut, das Schärfen, das du auch drauf hast, das ist auch okay. Also diese Crit-Chance, dass die Rose einen Helden tot crittet, das ist auch sehr okay. Einfach auch ein Wiederbeleben draufhauen. Dann PD, der PD sollte bei dir das höchste Wiederbeleben, das du hast, bekommen, weil er nur Evo 160 ist. Und da der PD schon sehr wenig Lebenspunkte hat, ihm einfach das höchste Wiederbeleben geben. Dann hast du noch Sasquatch, er kann auch ein Wiederbeleben kriegen. Oder wenn du hast ein hohes Steinhaut-Set. Oder wenn du vielleicht hast du sogar eins, das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ein Regenerierens-Set. Das kann man auch ihm draufhauen, weil er sich selber heilt. Das ist sehr wichtig und Sasquatch vom Skill auf 10 ist auch sehr gut, weil er dann die 0,9 Sekunden Freeze hat, die man hier sieht.
Und als letzter Held weiß ich nicht gerade. Ich erwarte es nochmal. Tut mir leid. Grimfiend. Du kannst Grimfiend mitnehmen oder Raichin ist auch gut. Wobei Raichin schon eigentlich fast besser ist. Also ich würde den Grimfiend sogar raus tun und Raichin rein. Also da kann man mit vielen paar Helden rumprobieren. Ich glaube, ich bin gerade komplett durcheinander. Raichin auch mit wiederbeleben und sein Brock hat 4 Sekunden den gegnerischen Bereich mit Schaden macht. Also in diesem Bereich, diesen Brock, den er hat. Und Koma, das ist sehr, sehr nützlich. Und solange die Säule existiert, erleidet er 60% weniger Schaden. Das macht ihn eigentlich auch sehr, sehr gut in dem Modus. Auch eher nur für die niedrigeren Wellen, aber ja, man nimmt, was man kriegen kann. Ja, das dürften alle gewesen sein. Und ich gehe jetzt nochmal in die Galerie zurück, um zu zeigen, wo die ganzen Helden stehen sollten. Oder ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich das kurz zeigen kann. Ja, ich bin jetzt auf meinem zweiten Account. Und ich gehe jetzt mal kurz das Rathaus weg, dass man sehen kann, was man hier hat. Also Türme einfach rundherum anordnen. Und jetzt haben wir hier einen Haufen Helden, die machen wir kurz raus. So, dann haben wir hier die ganzen Heldenbasen. So würde ich die anordnen. So oder so, wobei ich so eigentlich schon fast besser finde. Und dann gibt es jetzt, kann man die Helden jetzt verschiedene anordnen. Man könnte jetzt den PD hier drauf tun oder den Sasquatch einfach hier. Aber ich würde es eher so anordnen. Ich würde den Kürbisherzog auf jeden Fall hier in die Mitte packen, dass der am meisten geschützt ist, weil in Welle A5 für den Dämon sollte der ziemlich gut reinhauen dann. Dann haben wir noch Sasquatch. Den würde ich entweder hier auf diesen Altar oder auf diesen Altar packen. Dass der nicht hier oben irgendwo steht und dann hier die Helden auffällt. Dann haben wir noch Gargoyle und Valla. Die würde ich auch hier irgendwo hinpacken. Einfach so, dass die, weil sie ein bisschen Fernkämpfer sind, dass die Helden, wenn sie dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Schnitter von hier oben kommt, dass der Schnitter dann nicht an einem Sasquatch, der dann irgendwo hier steht, hängen bleibt, sondern an einem Valla, der dann nur hier steht, der näher zu den Helden kommt. Dann haben wir hier oben in der Ecke diesen Altar, diesen einzelnen, da würde ich die Rose draufhauen. Dann haben wir noch einen Helden übrig, da kann man jetzt zum Beispiel, besser gesagt, wir hauen den Gargoyle doch hier runter. Und den Aris würde ich dann. Oh Gott, es tut mir leid, wenn das ein bisschen durcheinander ist. Den Aris würde ich dann doch lieber oben in die Ecke hauen. Entweder so. Nein. Also so. Es ist. Sorry, wenn es noch kompliziert ist. Also. Ich würde es dann also so aufstellen: Sasquatch, Gargoyle, Aris, Valla, Kürbis und Rose. Nochmal so die schnell durchlaufen. Ja, eigentlich gibt es nicht mehr zu sagen. So eine Base ist eigentlich gut und ich würde die Gebäude nicht so wie ich hier oben verteilen, sondern ich würde sie auf einmal so eine Seite verteilen und einmal auf so eine Seite verteilen, dass die Kürbisherz, dass die PDs, die bei den gegnerischen Helden dabei sind, nicht so viel Chancen bekommen, da zu brocken. Wie gesagt, das ist schlecht, vor allem weil da auch Schnitter, glaube ich, dabei sind. Und wenn die einmal brocken, die können ja auch ganz schnell deine Helden weghauen. Truppen würde ich nicht reinmachen, weil da können die PDs auch ganz gut dran brocken. Und ja. Ich glaube, das war's. Mir fällt mir auch nicht ein. Wie gesagt, die Garnison. 3 Stunt Tower, da ist die blaue Garni wichtig für diesen Chroma-Effekt. Und grüne Garni ist eigentlich auch nicht ganz so schlecht für die Angriffsgeschwindigkeit. Und bei Schützentürmen. Ja, bei Schützentürmen ist auch die blaue Garni sehr wichtig, weil das die Lebenspunkte der Türme erhöht. Und die Schützentürme haben eher meisten Lebenspunkte, das heißt, die stecken auch ziemlich was weg. Das kann man auch noch hoch machen, aber das ist auch kein wirklich wichtiger Effekt. Obwohl die Türme auch schon gut Schaden machen können.
Aber da geht's, bei denen Schützentürme geht es hauptsächlich um die Lebenspunkte, dass wenn jetzt doch mal ein Orksbane vor deiner Base steht und jetzt hier einmal so in die Base brockt, dass der Orksbane nicht gleich deine ganze Base wegräumt. Und dann brauchst du eigentlich bloß noch Glück. Und ja, hiermit wünsche ich dir viel Glück damit. Ich hoffe, das Video hat irgendwie geholfen. Es tut mir echt leid, wenn es ein bisschen durcheinander war. Aber ich hoffe trotzdem, es hilft dir. Und würde ich sagen, ja. Aber ich warte auf das nächste Video und hoffe, dass dort dann auch ein Win zu sehen ist. Und mit dem Setup könntest du bei übrigens dann schon, denke ich mal, bis A, C durchkommen, mindestens mal. Es gehört immer noch ein bisschen Glück dazu, aber ja. Und ja, dann würde ich sagen, das war's. Und ja, viel Glück.